Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu FIFA 21 und wir machen heute weiter mit dem dritten Spiel der Gruppenphase in der Europa League gegen Servette Genf. Nicht Serviette, sondern Servette heißt der Club. Und ja, das ist wie gesagt unser nächster Gegner und nach diesem Spektakel, nach diesem 7 zu 3 gegen BNSC Paderborn und halt auch davor das 2 zu 3 oder 3 zu 2 in Fürth, ja, heißt es jetzt als nächstes dann eben der Tabellenletzte unserer Gruppe. Und dann gehen wir mal rein. UEFA Europa League, wie gesagt, Spieltag Nummer 3. Und hier wollen wir natürlich den nächsten Sieg machen, nächsten Sieg holen. Und es dann diesen 3-Punkte-Abstand auf Sevilla eben. Ja, ein bisschen. Oder auf jeden Fall erstmal beibehalten. So rum ist es richtig. Wenn wir natürlich einen aufbauen und Alkmaar schlägt Sevilla, dann können wir nämlich am 5. Sevilla schlagen. Und dann wären wir schon mal durch, weil Alkmaar ist, glaube ich, der letzte Gegner dann. Wir haben jetzt nämlich quasi das Doppelduell mit Servette. Also erstmal jetzt Servette, dann Dresden. Und dann geht es am nächsten Europa League Spieltag auch weiter schon mit dem Rückspiel gegen die Schweizer. Und ja. Aber jetzt erstmal das Hinspiel konzentrieren und hoffentlich mit einem positiven Ergebnis für uns. Ja, letztes Spiel, wie gesagt, gegen. Eben gegen den FC Sevilla haben wir ja dann durchaus erfolgreich gestalten können. So, ich baue eben kurz die Mannschaft ein wenig um. Liegt aber auch ein bisschen an der Fitness. So, das passt soweit. Obwohl, warte mal, da ist noch ein. Weil die Liga ist auch nicht ganz unwichtig. Da ist auch Robin Hack. So. Gut, das passt soweit. Ja, wie gesagt, Europa League Spieltag Nummer 3. Aus Heimspiel gegen Servette Genf und los geht's. So. Er wird heute im Mittelpunkt des Interesses stehen. Denn in den letzten drei Spielen konnte er 4 Tore machen. Trifft er heute auch wieder? Wir sind live dabei. Bleiben Sie dran. So, ein Schluck aus meinem Cola Energy Gemisch Wir trinken. melden uns aus der Und dann Arena auf geht's jetzt Schalke, liebe los. Fußballfreunde. Riesenatmosphäre, herzlich willkommen. Ihre Kommentatoren heißen Wolf Fuß und Frank Buschmann. Es geht heute um die UEFA Europa League und zwar um die Vorrunde. Es geht um ein Gruppenspiel. Könnte eine klasse Partie werden. Ein wichtiges Gruppenspiel in diesem Wettbewerb. Wolf, da wollen natürlich beide heute überzeugen. Beide wollen den Sieg, ist ja klar. Du brauchst natürlich die Punkte. Von daher dürfte es interessant werden. So, ich laufe gerade die Aufstellung noch im Rücken durch. Beziehungsweise die Jungs machen sich bereit, wie gesagt, Spielnummer. Spiel mal 3, diese Europa League Gruppenphase wollen wir auf jeden Fall erfolgreich gestalten. Na gut. Ja, schauen wir mal, wie es läuft. So, auf geht's. Gehen wir rein. Drei Wechsel, vier Wechsel sogar zum letzten Ligaspiel, als wir das 7 zu 3 gegen Paderborn hatten. Gambula. Ah, schöner Ball. Robin hat sich natürlich jetzt ein bisschen beweisen muss. Die letzten Spiele waren nicht wirklich gut von ihm. Und da muss er jetzt heute mal ein bisschen ansetzen. Bekommt natürlich die Chance von Anfang an. Aber auch nur, wie gesagt, damit der Kader ein bisschen breiter ausgestellt bekommt. Und die anderen Jungs waren ein bisschen. Bisschen Luft holen können. Ah, erste dicke Chance und sie hat Kolasinac, was der auch immer da vorne probiert. Klappt jetzt gerade nicht in der Situation. Das spricht für seine
seine Form, für seine Torgefährlichkeit. So, die Ecke jetzt nochmal. Erik Tommy. Ecke in die Mitte. Oh, die ist ein bisschen schlecht getreten. Da konnte nichts werden. Nee, nee. Gambula, der kommt da überhaupt nicht in die Situation und. Guter Pass, so machen sie das Spiel breit. Ja. Ah, schön gemacht, Krüger. Der kann sich da mal durchsetzen gegen den Außenverteidiger. Kommt jetzt die Flanke rein. Was kommt? Was für eine Aktion. So gerade eben noch verhindert. Ja, da habe ich gehofft, dass er den vielleicht mit einem Flachpass ein bisschen aneinander spielen kann. Doch die Schweizer sollte man alles andere zu unterschätzen. Hier in der Niederlage, dann wäre der kleine Vorteil nach dem Sieg gegen Sevilla wieder so ein bisschen futsch. Ich gehe da mal von aus, dass Sevilla Alkmaar im Parallelspiel schlagen können wird. Oder schlagen wird, nicht schlagen könnte, sondern schlagen wird. Und ja, deswegen müssen wir eigentlich erstmal in erster Linie unsere Hausaufgaben machen. Weil dann hätten wir nämlich, ja, dann hätten wir nämlich dann vor dem. Oder wir müssen es der Wette beiden Spielen schlagen. So rum ist es eigentlich richtig, dass die 6 Punkte sind eingeplant. Und hier muss es Minimum gelb geben. Oder oh, gibt der Schiedsrichter gesagt nochmal die nochmal mehr. Nein, erstmal nur gelb. Und jetzt kann er natürlich nicht mehr. Ja, so muss auch ein bisschen jetzt aufpassen, weil noch so eine Aktion und dann sagt der Schiedsrichter, du kannst schon mal duschen gehen. Aber jetzt können Sie den Ball nicht unser Thema. Er hat den Ball, aber schwierig. Und Latte! Der geht an die Latte und zurück ins Feld. Riesenchance, Gambula. Ja, ja, sag her. Der Ball kommt. Ja, da spielt der Verteidiger gut mit. Mit Kenny. Und Hack! Und jetzt ist es soweit. Was für eine Technik mit diesem Volley macht er da das Tor. Das ist natürlich eine überragende Szene. So, wir sehen da nochmal die misslungene Parade. Ja, die ist Ausgangspunkt für diesen Treffer. Und da sind sie dann einfach schneller, dann ist die Chance da, da ist die Lücke und dann fällt das Tor. Sieht gut aus für die Schalker, sie liegen vorne. Ja. So, also wie gesagt, unser erster Schritt ist gemacht und ich muss, wir müssen doch in meiner zweiten Halbzeitpause gucken, wie das Parallelspiel Alkmaar steht, damit ich ungefähr ein bisschen weiß, wie es ist. Also wie gesagt, unsere Hausaufgaben müssen wir erst in Linie machen, um diesen Vorteil beizubehalten, dann würde es ein Unentschieden gegen Sevilla auf jeden Fall reichen. Im Rückspiel am 5. Spieltag, um den Vorsprung und den direkten Vergleich zu gewinnen und das Ding hier als Gruppensieger zuzumachen. Aber wie gesagt, das ist soweit, denke ich, noch gar nicht. Erstmal gucken, dass wir hier dieses Spiel bestreiten oder erfolgreich bestreiten. Und das Rückspiel vor allem noch gewinnen. Und hier ist die nächste Chance auf 2-0 zu stellen. Nach 36 Minuten. Aber das kann der Keeper verhindern. Ach, das war schlecht. Ich wollte eigentlich auf den Außenspieler nochmal drücken oder spielen, aber. Ah, ein bisschen verschätzt. Also mal gucken, ob wir jetzt was machen. Es gibt ein Tor aus einer anderen Partie zu vermelden. Ich gebe mal kurz ab ins Studio. Ja, wir haben hier das erste Tor für Sevilla. Scheiße. Der neue Spielstand damit 1:1. 35. Ach, 1:1. Okay, das 0:1 habe ich nicht. Das 0:1 wurde mir nicht angesagt. Okay, das 1:1 ist was in Ordnung. Also ich hoffe, dass Alkmaar Sevilla im Rückspiel schon schlägt. Dann hätten wir schon 6 Punkte und könnten eigentlich schon ziemlich sicher für die nächste Runde planen. Balleroberung, ja, da sieht man die Übersicht. Aber wie gesagt, wir sind erst am Spieltag 3. Es ist Minimum noch einer. Nach 3 Spieltagen kannst du noch nicht weiter machen. Gefährlicher Ball und den hält er natürlich. Und der macht Mustafi noch mal richtig heiß. Ja, Amadei, der kommt noch nicht ganz in die Situation. Ja, gut gemacht. Jetzt hat er was. Tommy. So, jetzt. Keiner Zeit, oder? Doch. Das sieht gut aus. Noch, nee, fast keiner Zeit. Das Tor zählt. Das Tor sorgt hier erstmal für klare Verhältnisse. Und mit dieser so, schon mal vor der Pause das 2-0 machen. Spiel
Tors, erst der Steilpass. Ja, da hat er die Situation blitzschnell erkannt und gleich mal die ganze Abwehr ausgehebelt. Absolut, Wolf, das war gedankenschnell. Da konnten sie ihm nicht mehr folgen. 2-0 steht hier, sie machen. So, erstmal hier einen Schritt Nummer 2 gemacht in Richtung erstmal erfolgreiche Gruppenphase, den Ball ist abgefangen und damit geht es mit 2-0 in die Halbzeitpause. 2-0, aber sie müssen weiter konzentriert bleiben. Ne. Er macht heute ein richtig gutes Spiel. Doppelpack. Genau, der Lattenball, der eine Ball knapp vorbei. Der Ball wurde gehalten. Also er macht auf jeden Fall sehr, sehr viel da vorne. Und ja, wir gucken mal nochmal auf die anderen Spiele. Habe ich hier irgendwo eine. Doch, jetzt geht's los. Alkmaar gegen Sevilla, 1-1. Okay, das ist dabei erstmal geblieben. Jetzt gehen wir wieder so, zweite Halbzeit läuft. Gruppenspiel der UEFA Europa League. Viel Spaß mit der zweiten Hälfte. Halbzeit 2 läuft. Schön abgefangen dort, Robin Hack. Ah, nicht ganz sauber gespielt. Moment, bitte, gerade kurz gucken. Wir haben hier den zweiten Treffer. Für Sevilla. Scheiße. Was macht er draus? Er hat so, während Sevilla gerade auf 2 einstellt, stellen wir auf 3-0. Der trifft nach Belieb, tanzt die Abwehr ein ums andere Mal aus. Hier sehen wir nochmal die Szene. Da macht er sein drittes. Schöner Ball von Tommy, der gut da vorne reindreht. Hier war der Keeper auch noch dran. Aber letztendlich kann er nichts mehr dran verhindern. Diesmal aus einer anderen Perspektive. Also 3-0. Den Schritt zufrieden sein mit machen dem, wir was seine Mannschaft hier heute zeigt. Schon mal. Deutliche Führung. Genau so hat er sich das erhofft. Sie können sich hier weiter absetzen mit diesem 3-0. By the way, ist das schon Tor Nummer 13 in dieser Phase, also dieser Gruppenphase. 5 gegen Sevilla, 5 gegen Alkmaar und jetzt das dritte schon. Und wenn die heute auch nochmal 5 reinbekommen, mal schauen. Silvia Gongula. Ja, schön gesehen. Das hat den, der hat den Hack schon gesehen da außen. Da ist die Chance. Das ist doch gefährlich. Fast das Tor zum 4-0. Also bisher nicht wirklich gemacht. Gambula 7 Torschüsse, schon 3 davon waren drin, 4 knapp, also 2 knapp drüber, 2 hat der Keeper gehalten. Und jetzt schauen wir mal. Und das gibt's die nächste Karte. Ja, ich glaube, das könnte gelb geben. Die Frage ist, ob er schon gelb hatte. Ob das der gelb vorbelastete Spieler ist. Ne, ist es nicht. Ist auch in Ordnung. Es war kein letzter Mann. Welche klar. Kurze Variante. Seat Kolasinac. Gute Chance. Kola! Tor! Auch hier war der Keeper wieder dran. 4-0. Seat Kolasinac. Nochmal dieses Tor. Wir sehen, wie er die Gegner reinweise steht. Mustafi, die bei, ja, zwei Verteidiger, die sich da das Ding vorlegen. Auch hier war der Keeper wieder dran. Auch hier kann er wieder nichts dran verhindern. Sie zeigt eine Top-Leistung. So, dann kann ich jetzt mal eben kurz ein bisschen wechseln. Wir haben ja schon ungefähr eine Stunde gespielt. Leider geht nur immer noch 3 Wechsel. Also wie gesagt, das weiß ich nicht, ob sich das irgendwann mal ändern wird. Ob es diese Möglichkeit gibt, mehrmals zu wechseln. Aber na, alles gut. So, dann wechsle ich meine rechte Seite mal kurz eben durch. Einfach mal wieder ein bisschen Leuten eine Chance geben. Eine Auswechslung bei den Gastgebern steht an. Ja, schön, ab da, schön abgefangen dort. Gambula. Die Frage ist, ob der da einer mitgeht, einer. Ja. Robin Hack, das war schlecht gespielt. Aber ja, der war gut. Der war auf sehr gut auf Kenny. Ekeni! Weiter gefährlich! Und hier verhindert der Torhüter. Den kann erklären. Das fünfte Tor. Sie nehmen eine so, und jetzt den Doppelwechsel. Ja, wir sollten einfach mal ein bisschen noch Jungs eine Pause geben.
Ja, der war zu nah zum Tor. Da war nicht viel zu machen. Ja, wie gesagt, hier sind die 3 Punkte auf unser Konto. Das ist erstmal das Allerwichtigste. Und dieser Fehlpass. So, und wer war das jetzt? Ja, reicht für den Schiedsrichter nicht auf die gelbe Karte zu gehen. Wieder gut gehalten. Fast das nächste Tor. Aber jetzt verwehrt sich der Torwart ein bisschen. So, und das ist kein Abseits. Da war nämlich noch ein Innenverteidiger drin. Bringt den Ball jetzt in die Mitte. Boah, das sah gefährlich aus, ja. Der Ball ist erstmal weg. So, nächster Ball. Kurzer Blick zur Uhr. Viertelstündchen haben wir. So, jetzt bleibe ich aber ein bisschen dran an dem. Macht er gut. Ha, schön aufgepasst vom Verteidiger. So, Viertelstunde haben wir noch. Mit viel Übersicht. Ja, jetzt hat der Keep. Vorstoß. Oh, das, ja, das gibt tatsächlich da. Ja. Wenn du mir jetzt ja gelb gibst, das weiß ich nicht. Aber ja, war auch kein rüdes Foul. Es war ein Foul, aber kein rüdes Foul. Damit ist eine Ermahnung auch vollkommen okay. Beim nächsten Mal dürfte der Schiedsrichter anders entscheiden. Ja, es war nichts Dramatisches. So, und der Ball kommt. Wenn es jetzt schnell geht, dann wird es gefährlich. So, kriegt er den da rein? Robinak. Jawohl. Und da ist das Fünfte. Richtig gut. Wolf, was für eine Szene. Was für ein Angriff aus dem Lehrbuch. Wir schauen uns nochmal die Entstehung des Tores an. So, da ist der Konter. Und dann muss er nur noch den Kopf hinhalten. Hat er schön über den Schädel rutschen lassen. Hätte noch aufs Rechteck setzen können. Man legt aber da nach links. Da kann der Keeper überhaupt nichts mehr machen. Und damit jetzt 5-0. Und damit haben wir auch im dritten Spiel das ziemlich einseitige Angelegenheit. Die Aufgabe schon mal gelöst. Lange zu gehen ist ja auch nicht mehr. Sie haben die Favoritenrolle heute angenommen und sich entsprechend präsentiert. Aber Sinac hat Torschütze zum 4-0. Ja, und das Robinak, so auch der auch zumindest mal eine Aufgabe hinkriegt. Der zumindest mal. Ja, das ist ein guter Pass. Robinak, Pfosten! Ah, ich würde halt schon das gerne das nächste noch ein Tor machen, aber noch verhindert der Keeper den Einschlag. So, und jetzt wechsle ich den Stürmer eben kurz aus. Und damit hat Skan Wula seine Arbeit definitiv mehr als erledigt. Eine Vorlage, Man of the Match. Jetzt kommt der Wechsel, eine ganz, ganz starke Leistung war das heute von ihm. Jo. So. Die Partie neigt sich dem Ende entgegen. 2 Minuten sind es noch. Ja, 2 Minütchen noch plus Nachspielzeit. Die wird allerdings, ja, ich vermute, es ist maximal 2 bis 3 Minuten werden. Mehr wird es nicht werden und dann ist er ja auch schon reguläre durch. Die reguläre Spielzeit ist um, aber es geht noch weiter. Gibt 3 Minuten. 3 Minuten, die es erwartet hatte, ja. So, und dann macht es Tommy. Kann ja auch nochmal so ein Ding reinsetzen. Nee. Ja, es ist immer so. Knapp die Dinge noch vorbei, da auch da kann der Keeper den. Oh ja, der war hauchzart am Tor vorbei, aber naja, ich kann es verschmerzen. Es bleibt dabei, wahrscheinlich zum 5. zum 3. Mal in Folge in der Europa League. 5 Tore. Der Sieg also für den Gastgeber in diesem Vorrundenspiel. Der Schiedsrichter beendet diese Partie. Ja, Wolf, das ist natürlich ein Auftritt, zu dem man sie nur beglückwünschen kann. Schöner Sieg, zeugender Sieg. Wirklich in dieser Mannschaft steckt. Ich glaube, da kann der Trainer zufrieden sein mit dieser Leistung. Super dieses Zuspiel. So, damit haben wir es auch geschafft. Diese Aufgabe bravourös erledigt. Und zwar sowas von bravourös, weil ja, gucken eben gerade, wie die anderen, das andere Spiel ausgegangen ist. Aber wie gesagt, dazwischen war eben. Der Zwischenstand war eben, das Ding ging für Sevilla. Und ich gehe davon aus, dass die Punkte geholt haben. So, nächstes Spiel ist dann gegen Dynamo Dresden. Das ist der Tabellendritte. Da könnten wir auch jetzt den nächsten Schritt machen. In Richtung Aufstieg. So, ich muss hier gerade was gucken. Ich gehe mal kurz ins Büro. Da war nämlich irgendwas. Ich möchte nur.
Nee, Saison war das, genau. Andere Ligen müsste das gewesen sein. Wettbewerb auswählen. Europa League, haben wir die nicht irgendwo da drin? Tipper League, Österreichische Bundesliga, MLS, das ist die amerikanische Liga. Ich nicht. Ach, die ist bestimmt unter Dings. Jawohl, ja, warte mal, Wettbewerb wechseln. Alter Pro League brauche ich jetzt gerade nicht. Tabelle, es könnte unter Tabelle stehen. So, das ist der DFB-Pokal. Aufstiegs-Playoff-Finale, Abstiegs-Playoff-Finale. Gut, den Supercup haben wir ja gewonnen im Laufe unserer Karriere. Das ist die Champions League. Und da ist die Europa League. Okay, Sevilla hatte fast, wie ich es erwartet habe, gewonnen 2-1 in Alkmaar. Okay, ja. Gut, dann haben wir das nächste Spiel, das Rückspiel gegen Servette. Dann haben wir zumindest die Aufgabe erledigt. Gut. Und dann würde ich sagen, wir machen Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Dann geht es weiter mit dem nächsten Spiel. Und dann treffen wir zu Hause auf Dynamo Dresden. Oder beziehungsweise wir treffen dann auf Dynamo Dresden. Ich habe jetzt, es wird ein Auswärtsspiel werden wahrscheinlich, weil ja, wir hatten zuletzt in der Liga das Halbspiel gegen Paderborn, davor das Ausspiel in Fürth. Das müsste eigentlich ein Auswärtsspiel sein. Aber das werden wir dann sehen. Wie gesagt, bis morgen um 18 Uhr. Tschüss.